anfangt, irgendwas zu sprechen oder zu machen, müsst ihr erstmal körperlich euch ein bisschen aufwecken. Wichtig ist dabei, dass wir auch locker werden, dass wir nicht irgendwas machen, was uns eher verkrampft und anspannt. Und deswegen laufen wir am besten einfach auf der Stelle. So ganz entspannt, ganz locker, schön mit den Füßen federn. Und gucken auch, dass wir die Schultern schön locker halten dabei, alles so ein bisschen fallen lassen, so ein bisschen in den Boden rein und schön abdrücken. Können es dabei auch so ein bisschen ausschütteln. So ein bisschen die Arme ausschütteln, alles schön locker lassen. Dabei am besten lächeln und nicht irgendwie jetzt verkrampfen. Können so ein bisschen hochspringen, einfach so ein bisschen locker werden, merken so, boah, der ganze Körper ist so ein bisschen warm. Und dann machen wir einfach ein paar Hampelmänner. Einfach so viele, wie ihr Lust habt, nicht bis ihr total außer Atem seid, aber so, dass ihr richtig warm werdet. Schön hochspringen dabei, schön locker bleiben, Spaß haben natürlich. Und davon macht ihr einfach ein paar, so viele wie ihr wollt, so dass ihr so ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und dann könnt ihr direkt starten, ein bisschen wach werden, vielleicht noch ein, zwei andere Übungen machen. Und dann könnt ihr direkt loslegen, dann merkt ihr direkt, wenn ihr euch dann einsprecht, dann ist direkt viel mehr Kraft da, dann seid ihr wach und dann könnt ihr auch viel besser in der Szene spielen.